Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde heute in diesem Video Lumex eine Glatze rasieren. Beziehungsweise soll er das Ganze denken. Es wird nämlich heute ein geisteskranker Prank. Wir haben es gerade knapp 13 Uhr und ich bin schon ein bisschen länger wach, aber habe noch ein bisschen im Bett gechillt und ich bin mir ziemlich sicher, dass Lenny jetzt gerade noch schläft und wir gehen jetzt erstmal runter. Ich werde euch dann ein bisschen erzählen, was mein Plan ist. Es wird auf jeden Fall geisteskrank witzig. Ich würde sagen, wir fangen an. So Freunde, als allererstes möchte ich euch einmal ganz kurz erzählen, warum ich diesen Prank an Lenny mache und was ich genau mache. Also, ich bin gestern und auch den Tag davor, glaube ich, um so circa 2 Uhr oder so hochgegangen in mein Zimmer, also in mein Gästezimmer hier bei Lenny. Und genau unter mir ist tatsächlich das Zimmer von Lumex, wo er aufnimmt. Und ihr seht jetzt einmal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt, wie es sich anhört, wenn Lenny abends aufnimmt. Einmal aus seinem Zimmer und wie es sich anhört von oben über ihm. Einmal, weil du keine Chance mehr gegen mich hast. Rexy, das alles war ein Fehler. Rexy, na warte, bleib stehen. Oh, Rexy. Rexy, na warte. Und dich holen. Meine Fresse rennt, Junge, ich hab deinen Box, Alter. Guten Nacht. Nochmal. Warte, chill. Bruder, du musst so ein bisschen lockerer lassen, du machst zu hart. Der war okay. Morgen 9.30 Uhr, oder? Scheiß, Digga. 11 Uhr. 10 Uhr. Okay. Schlaf gut. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Bist du um 10 Uhr wach? Ja, mal gucken. Ey, ihr dürft nicht mehr so lange aufnehmen, Digga. Ja, ich Du musst nach dem Minecraft-Video pennen gehen. Ich muss auch gerne aufnehmen, Digga. Chill mal. Du musst auch noch Packs hier aufnehmen. Gute Nacht. 10.30 Uhr. Okay. Sag, schwör. Nein, ich schwör gar nichts. Schwör. Nein. 11 Uhr, schwör. 11 Uhr, ja. 12 Uhr. Hey, hallo. 11 Uhr hat er Hand gegeben. 11 Uhr hat er Hand gegeben. Hau rein, Abi. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich schlafe unter, also... Hört man das? Also ich bin anscheinend genau über Lenny. Ich geh jetzt schlafen. Weiß gar nicht, was das hier noch für ein Video wird, ob es reingeschnitten wird. Aber es ist jetzt 3 Uhr. Nee, 2.33 Uhr. Tschüss. So, ihr seht, es ist schon echt sehr, sehr laut. Ich meine, ich kenne das selbst. Wenn ich aufnehme, bin ich auch mega laut. Nehme ich das auch überhaupt nicht übel. Aber ich dachte mir einfach mal, ich werde jetzt gleich in sein Zimmer reingehen. Und ihr wisst es, Lenny schläft wie ein Stein. Da seht ihr jetzt hier nochmal kurz ein paar Einschnitte, wie Lenny wie ein Stein immer schläft und wegen nichts wach wird. Ich schwöre es euch, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so tief und fest schläft wie der Typ da. Auch im Flieger. Der ist einfach eingepennt. Ich kann einfach so sein Geschenk hier oben drauf tun. So. Und das merkt er nicht. Und ich habe das tatsächlich, glaube ich, mal in einem Vlog von Rohat gesehen, dass der auf so einem Kollegen, beziehungsweise es ist voll bekannt, dass ich finde das auch geistkrank witzig immer, dass so auf Menschen, die schlafen, dass man da immer so mehr Sachen drauf platziert. Und ich glaube, das werde ich jetzt heute mal bei Lenny ausprobieren, weil ihr wisst es, der Typ wird von nichts wach. Und ganz am Ende werde ich dann mit dem Rasierer kommen und sagen, Bruder, ich rasiere dich. Okay, aber als allererstes gehen wir jetzt zu ihm rüber. Es ist jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist, warte mal kurz. Okay, es ist jetzt 13.05 Uhr. Rasierer tue ich jetzt erst noch. Es ist viel zu dunkel, ihr seht gar nichts. Okay. Warte mal, Digga, was? Okay, Moment, ich stelle mal die Kamera hier auf. Warte mal kurz. Ich nehme jetzt das Handy.
Handy von Lenny und lass diese Kamera hier stehen und film dann mit dem anderen Handy, wie ich die Sachen auf ihn drauf tue. Hier ist Lennys Handy. Ihr habt jetzt noch diese Sicht hier mit dazu. Und wir fangen erstmal klein an. Aber der hat sich schon wieder gedreht. Junge, wie oft dreht er sich? Das ist nicht gestellt, wirklich nicht. Aber der hat sich schon wieder gedreht. Junge, wie oft dreht er sich? Ich kann das alles nicht mehr. Das ist alles zu viel für mich. Digga, was mache ich denn jetzt? Der dreht sich die ganze Zeit. Ist so ein... Esel. Ich muss die Kamera einmal ablegen. Hast du ja eine Runde schlafen? Digga, ich bin halb 10 pennen gegangen, Bruder. 9:30 Uhr? Ja, Bruder. Was ist in deinem Bett passiert? Ich lass dich ja mal eine Runde schlafen kommen. Ist total verklatscht, der checkt gar nichts. So ehrenhaft wie Kevin ist, hat er geholfen, Lumix Bett wieder aufzuräumen. Und danach ist das passiert. Okay, Freunde, es ist jetzt noch mal ein bisschen Zeit vergangen. Lenny ist tatsächlich jetzt gerade wieder eingeschlafen. Und ihr wisst, was das heißt. Ich gehe jetzt mit dem Rasierer in sein Zimmer rein. Ich muss auch ein bisschen leise sein, weil das hier direkt nebenan. Aber ihr wisst es, Lenny schläft wie ein Stein. Und wir gucken dann einfach mal, wie er reagiert und
ob er ausrastet. Ich werde es natürlich nur so tun, als ob ich ihm die Haare abrasiere, ne? Aber ihr wisst, was zu tun ist. Wir gehen jetzt. Bruder, ich hab deine Haare. Bist du dumm? Deine Haare müssen ein bisschen angeglichen werden, oder? Was? Digga, hast du meine Haare abgeschnitten? Was? Da fehlt noch eine Stelle. Junge, hast du. Der war nur ein Prank, okay? Warte mal, ich mach die Haare da oben mal weg. Nein!